whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir eine Premiere hier auf meinem Fass, einen doppelt gereiften Kentucky Straight Bourbon, ein Woodford Reserve Double Oaked, 43,2 Volumenprozente. Und das ist schon was Besonderes. Ja, muss man ein bisschen in die Gesetze hineingreifen und die Verordnungen und Regularien in den USA. Und die besagen, ein Kentucky Straight Bourbon muss in einem frischen Fass aus amerikanischer Weißeiche liegen. Nun, die Kritiker sagen, die wollen ihre heimische Holzwirtschaft schützen und damit immer neue Fässer haben, dass die also immer hübsch was zu tun haben. Und die anderen sagen, nee, das ist deswegen da, damit möglichst viel Aroma vom Eichenholzfass in den Whisky übergehen kann. Denn wenn mal so ein Bourbonfass 2, 3, 4 Jahre reifte oder zur Reifung genutzt wurde, ist da schon das meiste raus und dann geht es nach Schottland und die müssen viel länger reifen, bis sie da halbwegs was noch aus dem Holz rausbekommen. Ja, ganz frische Fässer geben mehr Aromen ab. So, nun ist also in den USA verboten, in einem anderen Holz als frische amerikanische Weißeiche zu reifen. Was macht man? Man nimmt ein zweites Fass mit amerikanischer Weißeiche frisch her. Und das kann man so sehen, es gibt so Abklingkurven. Wenn Sie ganz frisch Alkohol einfüllen, dann gibt das Fass wahnsinnig viel Farbe und Aromen ab. Und beides nimmt nur mit der Zeit ab. Und wenn Sie dann in Schottland angekommen sind, die Fässer, dann geht es also hübsch weniger durch. Und wenn Sie also so einen 2, 3, 4, 5 Jahre alten schottischen Whisky sich anschauen, dann hat er also Weißweinfarbe und auf keinen Fall so eine dunkle Farbe wie ein Kentucky Straight Bourbon, die per Gesetz nicht gefärbt werden dürfen. So, wie schafft man es jetzt, noch mehr da reinzuschaffen? Nun, man fängt an, nimmt das erste Fass und reift darunter und dann füllt man um in ein zweites Fass und reift nochmal darunter und gibt also nun eine volle Eichenfracht in diesen Kentucky Straight Bourbon ab und hat mit dem Gesetz Genüge getan. Man hat nämlich frische amerikanische Weißeiche genommen. Dass man nur ein Fass nehmen soll, steht da nicht drin. Man hat halt zwei genommen. Geschichte, es gab bei Woodford Reserve in der LeBron Graham Brennerei auch Versuche, wo man verschiedene amerikanische Weißeichen genommen hat und hat diese verschiedenen Weißeichen auch längere Zeit oder unterschiedliche Zeit an der Luft getrocknet und hat geguckt, was hat die Lufttrocknung da für einen Einfluss und so. Gab es also verschiedene Abfüllungen. Wer also die Brennerei verfolgt hat, konnte da also einige Dinge sehen, die ganz interessant waren. Und hier hat man nun also zwei identische verwendet. Und jetzt schauen wir mal auf das Etikett. Double Oaked heißt es hier. Select Barrels, und da sieht man hier so zwei kleine Eichenholzfässer. Select Barrels aged a second time in charred American White Oak Barrels. Aha. Ausgesuchte Fässer, nun, die sind alle gleich, da nimmt man halt ausgesuchte Fässer und die ein zweites Mal in ausgebrannter amerikanischer Weißeiche liegen. Nun, die erste war auch ausgebrannt und irgendwo hier an der Seite habe ich das gelesen oder hinten drauf. Und das zweite Mal jetzt umgefüllt, rebarreled, wie es so schön heißt, in stark getoasteten Eichenfässern, die leicht ausgebrannt sind, also lightly charred, also eine geringe Holzkohleschicht auf der Innenseite. Jetzt muss man sagen, was macht man mit so einem Fass? Also nun zuallererst macht man es warm, man toastet es. Und da drin bis 150 Grad ungefähr. Und dann wandelt sich also die Zellulose der Holzwand, der Fasswand, wandelt sich dann nun in Holzzucker um. Und dieser Holzzucker karamellisiert dann. Und in dieser Zeit wandert dann eine sogenannte Red Layer. Ich habe was über die Fassreifung schon gedreht, eine ganze Menge. Diese Red Layer wandert dann rein und ungefähr so bei der Hälfte hört man auf. So, und dann brennt man aus und da gibt es verschiedene Stärken, von leicht bis stark. Da gibt es dann auch diese Alligator-Stärke, in der man ausbrennt. Das sind also so kleine, fast quadratische Holzkohleblöcke auf der Innenseite entstehen, die dann auch gerne mal ein Stück abfallen. Und damit hat man dann am stärksten ausgebrannt. Und dieses Ausbrennen hat zwei Effekte. Der erste ist, Holzkohle ist ein wahnsinnig starker Filter. Der filtert also
ja, scharfe Bestandteile aus dem Vorlauf zum Beispiel wunderbar heraus. Auf der zweiten Seite hat man einen Übergang von dieser Holzkohleschicht in die Holzschicht und dort gibt es also jede Menge unterschiedliche Aromen, die durch dieses Ausbrennen entstehen. War mir früher nicht bewusst, habe ich in alten Videos was anderes erzählt, hat man mich eines Besseren belehrt. Also hier in diesem Übergangsbereich tut sich eine ganze Menge. Und das führt jetzt dazu, ja, Sie schreiben hier for finishing. Das heißt, ich erwarte die zweite Reifeperiode kürzer als die erste. Klar, Holzkohle hatte man genug, wenn ich mich richtig erinnere, Woodford Reserve. Vor der Abfüllung kommt da auch nochmal in den Tank Holzkohlepulver rein, um da nochmal zu filtern. Und dann schafft man jetzt also hier nur noch zusätzliches Vanille- und Karamellaroma von den Toasted Barrels damit rein. Eine weite Range von reichen, komplexen Eichenaromen. Wenn wir den anschauen, mir kommt er einen Tick dunkler vor als der normale Woodford Reserve. Und den normalen Woodford Reserve, das ist also schon Jahre her, wo ich den probiert habe. Ich habe ihn als sehr guten, sehr interessanten Kentucky Straight Bourbon in Erinnerung. Das Besondere am Woodford Reserve ist, der hat schottische Pot Stills, auf denen er produziert wird. Also nicht in den Column Stills, sondern Pot Still-Verfahren, was normalerweise immer zu einem kräftigeren, intensiveren Charakter, Brennerei-Charakter des Whiskys führt. So, und um davon vielleicht jetzt ein Stück weg oder noch mehr Eiche rein, ja, hat man also nun hier Double Oaked. Schauen wir mal. Sehr, sehr viele Früchte. Jetzt aber nicht die Zitrusfruchtfraktion, sondern die Beeren- und Kompottfraktion. Und im Hintergrund kommt Eiche. Würzige Eiche. Übergehend hin bis in den Marzipan. Es soll offiziell noch Honig und Schokolade drin sein. Also Schokolade habe ich noch nicht. Das kommt meist erst durch eine zarte Bitterkeit, wenn man den Geschmack im Mund hat. Also hier im Aroma habe ich die Schokolade noch nicht. Und den Honig nun auch nicht. Vanille habe ich kaum. Karamell ist da. Und wenn man den richtigen Abstand findet, dann ist auch ein Hauch Vanille mit dabei. Ja, voll voluminös, kraftvoll. Trotz 43,2 Volumenprozenten. Die 43,2 Volumenprozente schmeckt man nicht. Das ist ein sehr, sehr weicher, milder vom Alkohol her. Und dann kommt die Würzigkeit der Eiche. Boah, richtig kräftig. Erstaunlich viel für einen Bourbon. Hat man normalerweise nicht. Also das spricht dafür, dass dieses Double Oak tatsächlich ein gutes Stück weit was bringt. Nussig. Haselnuss, Walnuss mag ich überhaupt nicht, bin ich allergisch drauf. Die hat dann so eine Schärfe, hat die Nuss hier nicht. Gewürze, langer Abgang, im Mund aber geschmeidig, cremig. Und vom angeblichen Honig habe ich immer noch nichts. Sehr deutliche aromatische Eiche. Eindeutig ein Bourbon, einer von der kräftigen, starken Fraktion. Jo. Also nicht alkoholisch stark, würzig stark im Geschmack. Boah, der drückt. Heftig. Ja, ich glaube, es gibt nicht zu viele von diesen Flaschen. Also, wenn Sie eine haben wollen, greifen Sie relativ bald zu. Ich weiß nicht, wie das Experiment ausgeht. Ob die sagen, oh, der war so gut, die Leute haben den so gern gekauft, jetzt produzieren wir regelmäßig davon. Keine Ahnung. Stellt sich auch die Frage, was man dann mit diesen Finishing-Fässern macht.
Man kann sie jetzt ja nicht für einen anderen Bourbon hernehmen. Man kann auch nicht mal fürs zweite Finishing der nächsten Charge hernehmen, weil sie ja schon gebraucht sind. Bleibt der Weg in die amerikanische Blended-Whisky-Industrie. Auch die gibt's im Konzern, in dem der Woodford Reserve drin ist. Oh, Brown Forman. Ich meine, da hätte zu denen früher mal der Old Fitzgerald gehört. Auf jeden Fall gehört er der Early Times rein. Der war früher nicht ein Kentucky Straight Bourbon, wurde aber dann so vor, ich sag mal so 2005 oder so, wurde der dann zum Straight Bourbon hochklassifiziert. Ist aber sicherlich noch eine Menge Whisky in dieser riesigen Early Times Brennerei, der da übrig bleibt, um dann in American Blends aufzugehen. Und dafür kann man die Fässer vielleicht hernehmen. Jo, weiß man nicht. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, schauen Sie im Shopsystem nach, ob es was von dieser Flasche noch gibt.